Und damit herzlich willkommen zu einer anderen Art des Let's Plays, die ich in der Form noch nicht gemacht habe, beziehungsweise wo ich bisher noch nie so wirklich offen drüber gesprochen habe. Und zwar, wie ist der Troplayer eigentlich, wenn er mal nicht im Stream oder in einem Let's Play ist? Jetzt ist es so, dass ich selber im Stream mich teilweise verstelle, beziehungsweise einen immer auf gut gelaunt mache. Da muss man aber ehrlich sagen, kein Mensch ist immer gut gelaunt und kein Mensch kann jemals nur happy sein, es sei denn, er hat irgendwelche Drogenintus. Und an der Stelle möchte ich darauf hinweisen, liebe Kinder, Drogen sind nicht gut. Aber den Spruch kennt ihr bestimmt. Also, um was geht es mir jetzt hier in dem Video? Im Hintergrund seht ihr übrigens Mario Kart 8 Deluxe Videoszenen, die ich mal einfach so offline aufgenommen habe, beziehungsweise offline einfach so mal zwischendurch aufgenommen habe, wo ich gegen ein paar andere Spieler regional gekämpft habe. Also, wie ist der Troplay jetzt eigentlich so in Wirklichkeit? Im Stream erlebt ihr mich immer positiv, total freundlich, hilfsbereit, immer offen und immer gut gelaunt und hat immer irgendwie einen Spruch parat. In Wirklichkeit ist das aber nicht ganz so. In Wirklichkeit bin ich eher mehr, ja, introvertiert ist jetzt nicht der richtige Ausdruck, aber mehr in Richtung introvertiert als extrovertiert. Also ich bin eher so in mich gekehrt, mehr als dass ich da, sage ich jetzt mal, offen reden kann, beziehungsweise ich rede schon offen, aber halt sehr bedacht. Was ich in Streams dann teilweise einfach so raushaue, manchmal auch totalen Bullshit, ist halt dann im Real Life ein bisschen anders. Jetzt denkt man sich, okay gut, warum verstellt sich der Troplayer? Ganz einfach. Wenn ihr einen Stream schaut, wollt ihr in dem Stream unterhalten werden. Entertainment, wie auch immer. Ihr wollt nicht irgendwie in einen Stream gehen und sagen, boah, ey, nee, der hat nur Probleme oder der ist ja richtig langweilig oder was weiß ich nicht. Das bringt ja nichts. Weil, wie gesagt, ich möchte auch Spaß haben. Beim Spielen habe ich Spaß, das ist richtig. Und den möchte ich auch mit euch teilen. Und den teile ich dann mit euch. Und wenn ich dann sehe, wenn die Leute zum Beispiel in den Stream kommen und Hallo sagen, dann geht einem schon in dem Augenblick das Herz auf. Und man sagt dann automatisch Hallo. Und das ist schon das erste Gespräch sozusagen vorhanden. Im Real Life sieht das Ganze dann ein bisschen anders aus. Also, im Real Life ist es so, dass ich dann sehr viel überlege, was sagst du jetzt? Und überlege, wie bringe ich das jetzt am besten rüber, ohne dass ich den anderen beispielsweise verletze oder irgendwie ihm Leid zufüge. Denn das Letzte, was ich möchte, ist irgendwo in irgendeiner Art und Weise einen Menschen verletzen, der entweder mir was bedeutet oder selbst wenn er mir nichts bedeutet, möchte ich natürlich da auch nicht gleich eine Kerbe reinschlagen. Denn ich sage auch mal so, gerade beim ersten Kontakt oder so ist es wichtig, der erste Eindruck zählt und das ist der wichtigste. Nur vom ersten Eindruck an kann man schon ein bisschen was erreichen. Wenn der erste Eindruck scheiße ist, sind einige Menschen so, dass sie dann sagen, nee, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Auch das durfte ich schon in meinem Leben erfahren. Ich war, wie gesagt, oder bin teilweise manchmal introvertiert oder eher in die Richtung introvertiert und hatte das auch auf der Arbeit, auf meiner ehemaligen Arbeit. Auch da war ich sehr, sage ich jetzt mal, introvertiert, habe mich mehr auf meine Arbeit gestürzt als alles andere und habe nicht so wirklich Kontakt mit den Kollegen gesucht, weil ich mir dachte, okay, gut, du arbeitest jetzt hier, Kontakt mit den Kollegen suchen, ja, probierst es aber langsam. Irgendwann habe ich dann da einen guten Kumpel gefunden und bei dem Kumpel war es halt auch so, dass er gesagt hat, ey, am Anfang hätte ich nicht gedacht, dass man sich so cool mit dir unterhalten kann. Ja, ist richtig. Man kann sich mit mir wirklich gut unterhalten. Ja, und ab einem gewissen Punkt bin ich dann auch, sag ich mal, offen und ehrlich, was ich eigentlich immer bin, ehrlich, aber halt offen und ehrlich in Form von, dass ich halt auch mal ein bisschen was, einen Schwank aus meiner Jugend erzähle oder halt ein bisschen, keine Ahnung, Sorgen und Nöte. Das ist einfach menschlich. Ja, klar, ich könnte mich jetzt auch da hinsetzen an der Arbeit und könnte hier einen auf Partyclown machen oder beziehungsweise auf jemanden, der, ja, wie soll ich das sagen, immer gut gelaunt ist. Wobei, das war ich eigentlich immer auf der Arbeit, so ist es jetzt nicht. Klar, es gab auch mal Phasen, wo ich dann halt schlecht gelaunt war, aber trotzdem, halt, vielleicht versteht ihr, was ich meine, ja? Und genauso ist es halt auch im reellen Leben, ja? Ich möchte jetzt hier nicht zu viel rausholen oder sonstige Sachen, sondern möchte einfach wirklich, sagen, der Troplay ist nicht immer so, wie er sich in den Streams und in den Let's Plays gibt. Auch der Troplay hat eigene Herausforderungen, Probleme, Challenges, wie man das nennen möchte, die er versucht zu bewältigen. Darunter die Gedanken, wie kann ich meine Miete bezahlen? Wie komme ich jetzt weiter in meinem Job? Was für Zukunftsperspektiven habe ich? Das sind alles so Sachen, ja? Was ist mit einer Freundin, beziehungsweise wie läuft es mit der Freundin? Das sind alles so verschiedene Sachen, die dann halt eingreifen, ja? Und eins meiner größten Herausforderungen zurzeit ist eine gewisse Art Selbstfindung, wenn man das nennen möchte, ja? Ich möchte zu mir selbst wieder zurückfinden
und möchte einfach wieder selbst so sein in den Streams, wie ich auch real bin, beziehungsweise ich möchte real so sein, wie ich in den Streams bin. Ja, und das ist halt so ein Spagat, den kann ich teilweise nicht immer einfach bewältigen. Denn wenn ich jetzt mit irgendjemandem unterwegs bin oder was alleine mache oder sonst immer, was auch immer, und ich dann sage, ey, pass mal auf, das war hier ein richtig schöner Abend oder so, und die Leute haben dann beispielsweise einen anderen Eindruck. Ja, dann trifft einen das schon. Also mich trifft das dann in dem Augenblick emotional, ja, auf einer emotionalen Ebene, weil ich sage halt, ich habe Spaß gehabt, ich war draußen, was auch immer, was es gibt, ja, ich sage das dann. Und ja, die Leute haben dann einfach so den Eindruck, ja, stimmt doch gar nicht, war doch gar nicht schön und du warst total zurückgekehrt in dich und so weiter. Das mag vielleicht sein, dass das so für den einen oder anderen gewirkt hat, wie auch immer, oder vielleicht auch für andere wirkt, ja, aber keiner weiß, was in mir vorgeht, ja. Ich kann nur sagen, ich hatte meinen Spaß beispielsweise und habe dann halt auch entsprechend das so kundgetan. Wenn dann die Leute das nicht mögen oder beziehungsweise nicht glauben, dann verletzt mich das, weil das Letzte, was ich möchte, ist irgendwo lügen. Klar, rein theoretisch belüge ich euch auch mit jedem Stream, mit jedem Let's Play, was irgendwo ansatzweise ist, belüge ich euch ja, weil ich halt immer einen auf happy mache. Bloß da kommen wir wieder zu dem Punkt, warum machst du einen auf happy? Ja, um euch zu entsprechen, zu entertainen. Wenn ich euch nicht entertaine, wisst ihr selber, ist es langweilig und ihr geht. Also von dem her brauchen wir uns darüber nicht weiter unterhalten. Bloß deswegen mache ich auch das Video, weil ich einfach mal ehrlich zu euch sein möchte. Denn ich mache das jetzt schon seit über 5 Jahren. Und in den 5 Jahren ist mir wirklich schon vieles untergekommen, wo ich immer wieder einen auf happy machen musste und immer wieder schlucken musste, immer wieder zurückstecken musste, sei es was Let's Plays angeht, dass man von seinem Partner mit dem Let's Plays, also jetzt den Let's Play Partner, entsprechend im Stich gelassen wurde. Ja, machen wir und dann in dem Augenblick eine komplette Unzuverlässigkeit, was ja dann in dem Augenblick auch so eine Art Versprechen, also es ist ja ein Versprechen, ja, und er sagt beispielsweise, ja, ich bin da, kommt dann aber nicht, was ja dann auch ein Versprechen ist, das man gebrochen ist, hat und was ja auch dann gelogen war. Weil er kam ja dann doch nicht, obwohl er es ja gesagt hat. Ja, und das ist dann halt auch so etwas, so, du bist immer ehrlich, redest mit den Leuten, sagst ihnen ehrlich die Meinung und kriegst aber dann trotzdem einen auf den Deckel. Egal in welcher Art und Weise. Und das ist dann etwas, was mich wirklich dann, ich sag mal, was ich auch schon vorhin sagte, emotional mitnimmt, ne? Und das haben wir auch beispielsweise in Livestreams, ja? Wenn ich jetzt mal einen Livestream mache und kündige den vorher an und das auf dem Discord und ich sehe dann beispielsweise von diesen, über 100 Leuten, alle können es lesen, ja, und ich sehe dann auch, dass die Leute online sind. Das sieht man ja, ja, denke ich mir, okay, gut, mit Everybody, ich habe jeden markiert. Einige sagen, ey, ich bin da, und dann sind sie nicht da. Natürlich denkt man sich dann auch, ja, was hast du jetzt falsch gemacht? Bezieht man das dann auf sich selber und sagt, okay, gut, haben die jetzt mehr erwartet? Was ist genau der Punkt? Oder trifft das Spiel nicht? Ja, und da ist dann halt auch so der Punkt, wo wir jetzt auf die andere Seite kommen. Die Leute sagen immer in den Streams, ey, Troplay, weißt du was, mach doch mal bitte das und das Spiel, mach doch mal das und das in diesem Spiel, mach doch mal jenes, mach doch mal welches. Die Leute denken dann in dem Augenblick gar nicht daran, macht mir das überhaupt Spaß, sondern sie wollen klar ihren Spaß haben. Aber ist es das, was ein Let's Play ausmacht, dass ihr Spaß habt? Ich möchte eigentlich nur meinen Spaß teilen. Und das ist wirklich das, was mir wichtig ist, den Spaß zu teilen, den ich dabei habe. Ja, beim Spielen habe ich Spaß, aber ich habe natürlich auch Spaß rauszugehen. Bloß das Rausgehen kann ich schlecht teilen. Klar, ich könnte Instagram-Stories machen, könnte einen Vlog daraus machen. Whatever. Aber ist es das, was ihr sehen wollt? Wollt ihr da in dem Augenblick den Troplay sehen, wie er selbst dann vor der Kamera entsprechend sich wieder verstellen muss? Wenn er beispielsweise jetzt, keine Ahnung, gehen wir mal davon aus, ich wollte jetzt die letzte Limited Edition von The Link's Awakening haben, macht daraus einen Vlog, kriegt die aber nicht und dann soll ich ein Video machen, wie scheiße das doch alles ist? Nein, den Troplay wollt ihr nicht sehen und das denke ich mir auch nicht, dass ihr da irgendwie ansatzweise Interesse dran habt. Ja, das war es erstmal soweit. Wie gesagt, wenn ihr so ein Format in Ordnung findet, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Mir geht es jetzt auch nicht darum, dass ihr sagt, ah, Troplay, armer Troplay und hoffentlich geht es dir bald besser. Nein, mir geht es soweit ganz gut. So ist es jetzt nicht. Bloß ich wollte einfach auch mal mit euch reden und wollte euch auch mal sagen, Leute, nur weil ihr einen gut gelaunten Let's Player vor euch habt, heißt das nicht, dass der gut gelaunte Let's Player immer gut gelaunt ist. Es gibt auch andere Abschnitte im Leben, wo das dann halt mal anders ist. Und dann bin ich auch manchmal ruhig auf dem Discord, das ist richtig, ja. Aber trotzdem bin ich immer wieder gerne in den Let's Plays und immer wieder gerne bei euch.
Aber ich möchte halt auch ein bisschen mal so für mich sein, beziehungsweise auch mal das Let's Play links liegen lassen und den Tag genießen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet euren Spaß, beziehungsweise, ja klar, hoffe, ihr hattet euren Spaß. Hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Die Szenen im Hintergrund waren vielleicht auch passend gewählt. Sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haltet die Ohren steif. Tschüss.